Ja, also das ist die Gegend um das Castle herum. Wir gehen jetzt mal rein. My friend, this one for Jera, President, your name Sheikh Ahmed, father, grandfather, living here inside, 150 years old. Before Fajira King, living inside, outside other people, before big village here. 200 Tatar families and like that living here. This place name Al-Hilkat. The Sheikh what, has lived here as was the Sheikh from Fujairah? Yeah? Oh. This place, King family dining place, people in the floor, carpet, sit down, eating rice, before no table, no chair, before no electricity, metal, oil and gas. Ah, oil lamps. Mm-hmm. Ah, that's cool. This place, King family, bathroom, people in the floor, carpet, sleeping room. Yeah. Before same like that, pumpy, bathroom, carpet, people sit down, sleeping, everything. T-shirt sell, book sell, bed sell, before all everything for eating here, same like that, cover, cabinet. Before 5-6 ventilation, fresh here. New electricity, independent bill. It is cool inside here, cool. This place came for shower, place water from Wadi, from down to people bodyguard, water in the box coming, is the water box here. So people in the shower, small bucket go up there, water, t-shirt, working water go up here. Two floors, summer in the sleeping room, bedroom. 5-6 room door open all time parade here. 3 floor king sitting room, little bit 4 floor, all open mountain, very nice view and picture. Thank God here. Go up 1, 2, 3 floor and 4 floor. Oh. Very nice mountain. Go up. We can go, yeah? Yeah, very good. What's it suggest? Climb slowly, hard, no problem, go 1, 2, 3 floor, very easy, 4 floor, all open mountain, very nice. Gucken wir. So, das war. Oha. Aha, hier geht's noch höher, aber das wird ja noch abenteuerlicher. Sollen wir machen? Ja, ich weiß. Aber er sprach irgendwas von 3-4 Floors. Soll das hier wirklich noch. Oh, das geht dort noch höher. So, aber jetzt, pass auf, jetzt hältst du mal die Kamera. Das ist richtig schön, wie du. Ja, und jetzt wird, zu meiner Schande, wird man jetzt sehen, wie ich jetzt hier so. Ich glaube, ich bleibe unten. Du bleibst unten. Ich hab sie, deine Kamera, da musst du aufpassen, ne? Vielleicht lasse ich die auch unten. Obwohl, dann kann ich ja nicht mehr fotografieren. Nee. Ich muss sagen, es geht hier tatsächlich noch eine Ebene höher, auf diese Art und Weise, was ich nicht mehr machen werde. So. Und wenn du mich nicht mehr siehst, dann bist du weg. Dann kannst du auf diesen einen oben etwas vorstehenden Knopf drücken, dann geht die Kamera aus. Der mit dem roten Punkt oder? Nee, der andere? Ja, mit roten Punkt. Ja, okay. Jetzt ist er weg. Das Lämpchen weg. Musik schlimm. Ja, okay, ich gehe mal hier rum. Wir sind also hier auf so einem Türmchen des Palastes. Er hat uns ja gerade erklärt, dass hier mehr als 100 Jahre lang der Sheikh von Fujairah gelebt hat, residiert hat. Und rings um den Palast, in diesem Al-Hail Castle, ist ein Ort mit mehreren hundert Einwohnern entstanden, so habe ich ihn verstanden. So, jetzt habe ich
aber hier diese abenteuerlichen Stufen hoch, wo es keinen Halt mehr gibt. Das habe ich mir jetzt vielleicht dann doch anders überlegt. Also ich hätte es noch vorhin vorgehabt, als ich das gesehen habe. Auf den ersten Blick, aber jetzt doch nicht. So, und wenn man jetzt hier nochmal so runter guckt, das, was wir nach oben geschafft haben, müssen wir dann noch irgendwie nach unten schaffen. Teleskop hier so muss die Sache besser reichen. So sieht es aus, wenn hier herabgestiegen wird. So ist diese Treppe hier. Gut. Ja, das heißt also, das war ein Waschplatz hier. Dann kann das, was wir gestern da gesehen haben in dem Village, auch ein Waschplatz gewesen sein. Wenn die dann so mit Assistenz und mit Behältern, mit Kübeln das gemacht haben, kann man sich das vorstellen, ne? So, okay, dann sind wir wieder hier. Das will aber bedeuten, dass da vor Jahrhunderten auch ein Scheich nicht gerade überschwänglich viel Raum hatte, ne? Yes, yes, ja, yeah, it was great. Na gut, das war also eine Küche hier, ne? Eine offene Küche sozusagen. Okay, ja, all what they need. So the in the main palace there was only men. Only men, women together. Yeah. But family wife, no, in this room visiting. Ah. Daughter, son, the room visiting. Ah. Yes. Toilet and shower. Ja, also ich habe es so verstanden, dass tatsächlich mit dem Öl erst der Reichtum gekommen ist. Und bis dato, das sind ja vielleicht 100 Jahre her, bis dato lebten sogar die Sheikhs auf diese Art und Weise. Ah, jetzt schwenke ich ja nochmal so rum, das ist sozusagen der Innenhof von diesem Castle. Haupteingang gewesen, ne? This room king for guest room. Family member guest coming, sleeping, sit down, eating. Toilet, shower, main door, go outside, only men. Woman this room. Ah, okay. So one family together, two family, no woman here. Woman other room, men only here. Only family member. No outside friend and no people inside allowed. So normal guests was other sheikhs or other sheikh and rich families. Sheikh only family member. Yeah. This can be. This seven states, seven president. This can be. Abu Dhabi, Fujira, Dubai, Alain, Azman, Sharjah. Different places, yeah. Rasul Khaimah. Rasul Khaimah. Seven. So, also Gästehaus gab's. Aber nur für Frauen. Ach nee, es sei denn, es sind Familienmitglieder, die nochmal hier. So, aber die Männer sind nach draußen auf Toilette gegangen. Room, King Bodyguard, Sleeping Room, Security Room, and up was tower security night for stand here. Go up also open, take a photo, video, everything. Yeah, thank you. Then again, sport. Yeah. Wir gehen auf den Wachturm. Die Wachleute, ansonsten ist auch nicht strohgedeckt. Hier ist auch schon windig. Und hier sehen wir die besiedelten Bereiche der Familien auch außerhalb. Das ist auch mal interessant. So, das war sozusagen der Wachausguck des
des Wachpersonals, ne? Athletic City, no juice machine, only juice for the fruit press. This can be very big fruit day. States. Ah. Only the whole fruit in the press, also big fruit is here. Fruit juice in the come down there, but that's for glass. So in the for Fujairah, for Albitna, but never had an explanation what it is. But it is for pressing fruit, we make juice. Yeah, wine also, or also day. So, yeah, okay. Yeah, that. This room Arabic name Majlis, sitting room. Women guest come in, sit down, green tea leaf drawn, talking Arabic. Women. So, for guests, yes. Guests not sleeping here, coming over the day. Normally, ladies guest coming, no. They are coming this room instead, talking Arabic. So, jetzt habe ich ja meinen Bergaufstieg doch noch bekommen. So, es ist natürlich schwer zu verstehen. Also ich habe jetzt so verstanden, wenn die Männer dann sich beraten haben, dann waren in dem letzten Zimmer die Frauen zusammen versammelt und schwatzten und saßen da. Und er sagte, die Männer, die haben sich in dem Wachturm, ja, er hat ja gesagt Watchtower. Das hörte sich bei ihm an wie Watchtower. Wessen Turm? Nee, Watchtower, Wachturm. So, na gut. Ja, der Ausblick wird immer besser. Wir steigen ja dann hoch. Und hier sind also ringsrum dann noch so Siedlungshütten gewesen. Ne? Er hat ja ganz am Anfang gesagt, dass einige hundert Menschen sich hier rund ums Fort angesiedelt haben. Ne? Wahrscheinlich vor allem dort unten, wo auch diese Ausgrabungsarea ist. Gut, steigen wir noch ein Stückchen. Ah, man kann schon ahnen, dass der Wachturm auch in die Richtung das Tal gut im Blick hatte. Wobei Feinde, wenn sie gekommen sind, vermutlich aus Richtung Meer, also aus Richtung da, wo wir reingekommen sind in das Tal, kommen würden. Ah. Ja, dann stehen wir hier vor dem Watchtower. Der höchste Punkt hat natürlich auch eine UAE-Flagge oben am Wedeln. Oh, der Muezzin. Gerade wollte ich sagen, ich mache die Kamera aus. Aber den Muezzin-Ruf, den wollen wir hören. Glaube ich nicht, die haben feste Zeiten. Was sagt denn die Uhr? 14:15. Das ist das Mittagsgebet, würde ich sagen. Ne? Nee. Quatsch. Ja, schon Nachmittagsgebet, ja. Ist das das Schloss da oben? Wo war er? Halte mal. So,
Ich hoffe, der Schrei des Muezzins hält noch etwas an, deswegen lasse ich dir den Vortritt. Bitte schön. Noch eine Ebene höher. Ja. Nützt aber nichts, werde ich machen. Hilft nichts, ja. Gut. So, zum Beispiel aber der Muezzin war ja immer noch zugange. Ich trete an der Seite drauf. Aber ist nicht so kritisch, ja, du hast schon gleich Nackenschutz. Bei der Kamera, Vorsicht. Ja, die drehe ich jetzt ein. Der hat hier diese Objektivblende. Das kannst du. Ich kann sie dir abgeben, wenn du willst. Soll ich ausmachen? Yes. Ja, machen wir es. Oder wolltest du noch was sagen? Nee, später. So, ich bin jetzt eine Etage höher in dem Watchtower, in dem Wachturm. Aus dieser Öffnung kommt gleich ein Nachzügler. Und ich schwenke schon mal auf die nächste Ebene. Und auch der Ruf des Muezzins, der ist verstummt. Das hörte sich gerade sehr, sehr angestrengt an. So, wir sind jetzt hier zwar ganz oben, aber um hier rüber gucken zu können, müssen wir uns auf die Zehenspitzen stellen. Macht nichts. Die Kamera ist am Stäbchen. Stellenleitern, um die zu besteigen. Also wir, nee, guck hier, schaffen wir aber nie im Leben. Hier ist eine Stufe und hier ist eine Stufe. Und dann kann man das erklimmen. Das werden wir aber jetzt nicht machen. Irgendwo hört es auf. Ja, also genau, ich habe die Kamera mal angemacht. Dass wir hier. Arbeitsschutzbeauftragten unserer Firma telefoniert und er hat gesagt, nein, wir haben keinen Anspruch auf Arbeitsunfall, als wir hier abstürzen. Heute ist Sonntag. Was, heute ist Sonntag? Heute ist ja, Sonntag. Arbeitstag. Arbeitstag. Ja, ich sag nur, aber nicht für den Arbeitsschutzbeauftragten. Ja, so ein miese Peter, was? Ja. Okay. Gut, dann steigen wir ab, was? Ja, oder nochmal höher. Oh, jetzt wirst du aber übermütig, oder? Mal gucken, was noch. Du hast doch schon wieder den Geocache im Hinterkopf, oder? Du willst die Sommerresidenz. Ach, siehste, das geht ja nochmal rum. Aha. Wollen wir hin und dich streicheln?
kommen aber von selbst zu uns. Und ich denke, da geht es dann wohl weiter. Also da hinten das. Ja. Der Weg, weiß ich nicht, kann schon sein. Gut. Die Esel sind auf uns fixiert. Die wissen, dass es bei den Europäern immer mal Trinkgeld gibt. Und die sagen, trinken, das ist genau das, wonach uns jetzt der Sinn steht. So, ja, gewogener Betrachter, ich fürchte, hier faucht der Wind. Nachher in der Aufnahme, Wiedergabe, wird man wahrscheinlich so schaurige Geräusche hören. Das ist ein lohnender Ausblick. Hier ist also nochmal der Watchtower. Wenn wir hier von diesem Hügel weitergehen, ich komme mal näher an die Kamera des Fauchens wegen, dann sieht man diese Palastanlage, die einst mal der Palast des Scheichs von Fujairah war. Und das haben wir echt hier erst gelernt. Gut, dann steigen wir mal ab. Das ist also hier eine verfallene frühere Dorfanlage, die dieses Fort umgeben hat, seiner Zeit, als der Scheich hier selbst noch gesiedelt hat. Ich schlendere noch mal so ein bisschen durch. Er sagt uns nur noch, dass die Grundmauern so sind und aussahen, wie sie damals auch waren. Dann ist so ein Spitzdach aus Palmenholzstämmen und Schilfwedeln. Er sagte ja vorhin, das Schilf sei nicht von der Palme. Also das, was oben drauf liegt, auf den Sparren aus Palmenholz. Ich habe so verstanden, dass das dann irgendein Schilf ist. Ja. Naja, und das da unten ist sicherlich dem gelegentlichen Wassersegen hier in dem Tal geschuldet, dass da so eine Palmenoase hier gedeiht. Aber man muss feststellen, dass auch hier ein unglaubliches Vogelgezwitscher vorherrscht. Dass die in so einer Trockenheit sich da so in Scharen zusammenfinden. Ich kann auch hier nur vermuten, dass diese kleine Palmoase, die da unten in der Senke dieses Wadi sich befindet, dass die das begünstigt. So bei den Eseln, die haben wir ja schon mitten in der Steinwüste gesehen. Da war nicht so richtig klar, wo die hingehören oder zu wem die gehören. Und hier sieht man da diese dicht wachsenden Palmen. Also für uns ist das natürlich auch noch ein ziemlich trockener Hain, so in unserem Verständnis. Aber die Araber ist das jetzt eine Insel des Grünen. Genau, wenn wir hier einmal so rumfahren, aber ich wollte nur noch mal zum Zwecke des Abgesangs sagen, dass wir jetzt hier unseren Besuch am Fort Heil beendet haben. Oder Al-Heil Castle. Al-Heil Castle. Und ja, wenn es sich jetzt ergibt, auch nochmal auf die Jagd nach einem Geocache gehen werden. So, dazu folgen wir jetzt dieser Straße, die hier mitnichten endet. Nein, sie geht weiter. Und dann, ja, haben wir schon von oben gesehen, vom Berge, sich in einen Eselspfad verwandelt. Und in diese Richtung könnte sich der Cache befinden. Hier unten ist nochmal eine
Informationstafel, aber er hat uns ja viel erzählt. Auch wenn es ein ziemliches Pitch im Englisch war, hat er doch, ja, die Leistung muss man ganz ohne Zweifel würdigen, hat er uns ordentlich was erzählt. Das hatten wir eigentlich so noch nie. So in dieser epischen Breite, also ich zumindest nicht, du hast ja vielleicht noch ein paar Erlebnisse mehr auf dem Zähler. So, dann fahren wir mal in das Steingebirge rein. Der Weg sah von oben besser aus. Ja, geht ja alles noch, du fährst ja ruhig. Bei dem Auto müssen wir mal aufpassen, dass wir ankommen, bevor der Tank leer ist. Ne? Oh, das wird gut. Ja. Naja, boah, das war die Richtung, in die der Kelch sein müsste. Ja, da können wir mal gucken. Ne? Das war quasi das Parken. Ungefähr hinkommen. Ja, soll ich für dich lenken? Soll ich, denn, nee, soll ich das Lenkrad übernehmen? Ja. Ich meine, wir fahren ja nicht sonderlich schnell, ne? Ja, ich halte jetzt auch an. Okay, gut. Wenn wir da über die Kümmel fahren, ne? Gut.